Dinosaurierpark Altmühltal starten wir mit einem 1,5 Kilometer langen Rundweg und tauchen in eine andere Welt ein. Eine Welt, in der Flugsaurier, Landsaurier und Meeressaurier die Erde bewohnen. Im Museum Altmühltal kannst du Rocky bestaunen, das echte Skelett vom einzigen je gefundenen T-Rex-Teenager. Eine Freundin hat mir empfohlen, dass wir unbedingt auch bei Regen in den Funpark gehen sollen. Sie meinte, Nürnberg mit Kindern würde ohne das Playmobil-Land gar nicht gehen. Es gäbe doch noch den Klettergarten und die riesige bedachte Spielhalle. Wir legen unsere Schirme in den Bollerwagen und entscheiden uns dafür, erstmal draußen zu stöbern. Noch ist es trocken. Plötzlich öffnen sich die Wolken und lassen kräftige Schauer auf uns herab. Pitschenass kommen wir in der überdachten Halle an. Hier ist wetterfester Spielspaß garantiert. Mit offenen Augen stehen wir in den 5000 Quadratmetern großen Themenwelten. Bereits von Weitem sehen wir das gestrandete Schiff. Drumherum eine wunderschöne Lagune mit zahlreichen Verstecken für den Kinderspaß. Ein Highlight, die Floßfahrten über den See.
Das Best Western Nürnberg City West Hotel bietet euch geräumige und freundliche Familienzimmer und ein vielseitiges Frühstücksbuffet. Wer morgens nach 9 Uhr ins Restaurant geht, muss eventuell kurz warten, bis ein Tisch frei wird. Die Altstadt ist mit der U-Bahn innerhalb von 5 Minuten erreichbar. Das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Anschauen. Das ist so schade, dass YouTube die Kommentare von Kanälen mit dem Schwerpunkt Familie vorübergehend deaktiviert hat. Ihr könnt mir auch auf meinem Blog oder Instagram Feedback geben. Im nächsten Video nehme ich euch zum Glocknerhof nach Kärnten mit. Bis bald in Österreich, ihr Lieben.